Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zu einem weiteren Teil Witcher 3 Let's Play Hard mit Geralt, dem Weißhaarigen. Und heute, ich merke gerade, mein Mikro übersteuert gerade ein bisschen, sorry. Heute geht's in der Nebenquest weiter, und zwar wurden wir von Kira Metz eingeladen, mit ihr gewisse Dinge zu tun. Aber vorher müssen wir noch einen Gefallen tun. Also deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, was die gute Dame von uns möchte. Nur so viel vornweg. Es ist eine sehr lohnende Nebenquest. Und deswegen werden wir sie auch machen. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit... Kira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann, als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. So. Hier noch relativ, was heißt relativ wichtig, vielleicht interessant. Dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. So. Denn sie ist eigentlich die erste Verkäuferin von dem Trank der Leerung. Der kostet bei ihr satte 1000 Kronen und bringt euch eine Zurücksetzen aller Skillpunkte. Das ist jetzt am Anfang vielleicht noch nicht wichtig, aber nur soweit die nächsten Händler, die das verkaufen, gibt es dann glaube ich erst in Novigrad. Und das dürften die Preise dürften glaube ich ähnlich sein. Aber sie verkauft auch allerlei anderes nettes Zeug. Also hier Hybridenöl, Insektoidenöl, Vampiröl, Nordwind, Chortköder und schwarzes Blut. Also sie hat so ein paar Rezepte für Tränke mit dabei. Warte mal, ist das hier? Killbird. Aha, okay, was auch immer. Und nur so viel, wenn ihr die Nebenquest um sie abschließt, dann steht sie als Händlerin nicht mehr zur Verfügung. Also ohne jetzt zu spoilern. Aber man kann danach bei ihr nicht mehr shoppen. Das ist dann halt so. Und sie hat also auch als eine der ersten Händlerin schon die großen Glyphen im Sortiment. Also hier 10% Igni, 10% Axi, Quen, Irben. Ich glaube das komplette Paket. Art, genau, auch noch. Also die hat wirklich alle Glyphen einmal dabei. Auch eben in groß. Und die Rezepte dafür und auch die Glyphen selber. Und die Runensteine. Also das Sortiment ist schon ziemlich krass für den Anfang. Problem natürlich ist, es ist relativ teuer. Sieht man, also die gehen vielleicht noch mit 50, 50, 50, 248. Bei den hier oben geht es 38, 38, also das passt noch. Das ist nicht so dramatisch. Aber gerade hier, wenn man jetzt so eine Glyphe haben will, 733 Kronen, das ist schon, das haut schon rein. Das nur nebenbei, also wenn ihr sagt, oh nee, die würde ich gerne am Anfang haben, dann macht erstmal ein paar Nebenquests, macht bis oder die Hauptquest ein bisschen weiter, erforscht die Gegend oder so, sammelt ein bisschen Geld, indem ihr irgendwelche Banditen umlegt. Und dann könnt ihr hier bei ihr ein bisschen shoppen gehen. Den Trank der Leerung braucht man jetzt am Anfang nicht kaufen. Also wie gesagt, es gibt dann in Novigrad noch einen Händler. Und dann auf den Skellige-Inseln gibt es auch noch einen Händler, der den Trank der Leerung verkauft. Und jetzt am Anfang die paar Skillpunkte umzuverteilen, macht eh kaum Sinn.
So, das nur nebenbei. Weiter geht's im Text. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Verserrat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu. Ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Es ist lustig, wie stürmisch es scheinbar in ihrer Hütte ist. Oh, wie die Haare die ganze Zeit flattern. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Oh ja, danke. Ja, da war quasi ein kleines verstecktes... Easter Egg ist jetzt übertrieben, aber naja, doch, kann man vielleicht so nennen. Eine Anspielung auf Aladdin und die Wunderlampe mit dem Reiben.
Der Genie wird nicht rauskommen, aber... So, jetzt wollen wir auch die richtige Quest hier verfolgen. Ein Turm voller Ratten. Lauf, Plötze! Und auf geht es. Quasi auf die Plötze, fertig, los. Schlechter Wortwitz, ich weiß. So, ich glaube, hier unten waren auch haufenweise Ertrunkene, die sich um das Boot scharen. Ah ne, die waren ein Stück weiter. Bis abwärts. Unbehelligt hier das Boot besteigen. So. Auf geht's. Können wir hier mit Bötchen fahren. Ein bisschen schneller hätten die Bötchen sein dürfen. Also wenigstens Mühe. Das ist so sehr meditativ. Gerade wenn man, also hier geht's ja noch, hier sind die Entfernungen nicht so schlimm, aber wenn man dann auf den Skellige-Inseln unterwegs ist, wenn er so da sitzt und ja, sonst so. Ja, hübsches Holz. Oh, Wellen. Immerhin gibt es genügend verteilt irgendwelche Schätze oder so, wo man anhalten kann und runtertauchen kann, aber trotzdem. So ein bisschen schneller hätte das Ganze, also wäre da nicht schlimm gewesen. Sei es drum, Spaß macht's trotzdem. Wie heißt? Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Dann werden wir auch gleich mal gucken, wie oft wir jetzt sterben hier auf der Insel. Denn es hüpfen dort eine ganze Menge untotes, ertrunkenes Gesocks rum. Man sieht es da schon. Die da am Ufer rumkrauchen. Ein bisschen können wir so umfahren. Aber irgendwo hier müssen wir dann auch an Land gehen. Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische Krimskrams. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Na komm schon. Oh. Ich hab natürlich bestimmt vergessen, was zum Mampfen zu kaufen. Klar auch. Vielleicht kann man so ein bisschen umschiffen, die Mopeds. Das Igni macht ja jetzt seit dem Patch 1.07 ein bisschen weniger Schaden. Angeblich. Oh, Level 6 Gula. Yay. Yeah. Wird nicht regeneriert. Gut, gut. Nom, nom, nom. Man kommt auch später hier nochmal zu der Insel. Also da vorne gibt es ja dort diesen großen Steinkreis. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, da muss man später nochmal hin. Aber jetzt wollen wir erstmal hier Aladins Wunderlampe ausgraben. Ui, das sind viele. Ui, 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 das sind viele. Schon erwähnt, dass das viele sind. Eins, zwei... Oh.
schon. Sofort wieder anfangen zu recken, das ist echt nervig hier, dich. Oh, wirst du wohl sterben. Ich glaube, da waren noch ein paar, das war noch nicht alles. Sehr angenehm, wer das Video noch nicht gesehen hat, ich habe ja noch ein kleines Video zu dem Patch 1.07 hochgeladen. Da gibt es ja ein paar angenehme Änderungen, und zwar wiegen jetzt Materialien, die wir mit uns rumschleppen, gar nichts mehr. Das heißt, wir können Handwerksmats einsammeln bis zum geht nicht mehr. Und werden nicht überlastet dadurch. Wow. Nicht übermütig werden hier, Serin. Zack, 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 zack. Rüber ab. So, jetzt müssten wir hier langsam mal ein Pünktchen finden, wo wir unsere magische Wunderlampe aufstellen können. Erstmal ausrüsten. Hallo. Ist da wer? Hallo, Echo. Oh, viele Dinge zum Looten. Das ist schön. So. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Sie sind weg! Sieh nur! Auf und davon! Wir müssen schwimmen! Los! Was ist mit unseren Sachen? Ich kann sie nicht hier lassen. Geh schon! Finde ein Boot und komm mich dann holen, wenn du es hinüber schaffst. Warum nicht? Ich bin gleich wieder da. Och. Oder heute, das sind die Knalltüten, die explodieren. Na komm schon. Genau jetzt. Speichern war, also das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, sonst wären wir bestimmt hier wieder gestorben und müssten uns wieder komplett von Anfang an hier durchkämpfen. Will ja keiner. Ist schon ein bisschen creepy hier, die Insel. Als ich das erste Mal hier war, dachte ich mir so, es war vorhin, glaube ich, relativ spät. Ich dachte mir so, was denn hier wohl ist? Sie sind hinter uns her. Sie werden Garam nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Da, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs. Los jetzt! Sympathische Gesellen. Hier gibt es dann auch einen Schnellreisepunkt. Also da könnt ihr schnell hin und weg, weg und hin. Ich glaube, hier drin war auch noch ein bisschen... Ach, ein Wasservibe. Ja. Naja. Mal los. Komm schon, komm näher. Nicht von dem Zeug treffen lassen. Sonst seht ihr nämlich nichts. Kriegt ihr so Matsch ins Auge.
Matsch im Auge ist nie gut. Ich glaube, hier irgendwo gab es noch. Also, hier gab es noch ein bisschen was zu entdecken, ein bisschen was mitzunehmen. Das Entdecken ist übertrieben gesagt. Ey! Sterbt ihr wohl? Danke. Dämliche Bienen. Ugridenöl. Ukroidenöl. Genau, hier oben auf dem Türmchen. Also gerade auf dem hohen Schwierigkeitsgrad solltet ihr jedes Öl mitnehmen, was ihr finden könnt. Weil es auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad ist das Öl so, ja klar, kann man schmieren. Wenn man es hat, ist ganz nett. Wenn man hier nicht hochkommt, ist peinlich. Da muss man glaube ich auch nicht, da oben ist auch nicht. Rüsthaus? Nö. Hier auf dem Schwierigkeitsgrad ist Öl wirklich, oder ist das Öl wirklich essentiell wichtig. Weil ihr ansonsten, also jeder Schlag oder jeder Punkt Schaden, den ihr mehr macht am Gegner, ist Gold wert. Da ja auch ein gegnerischer Treffer euch im Zweifelsfall ins Jenseits befördern kann. Und wer will schon in dieses Jenseits? Das ist ja so jenseitig. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au! Nein, nein, bleib zurück! Verlass mich nicht! Millie ist ein Mann. Ist ja auch interessant. Ich habe Millie jetzt als Frauennamen interpretiert. Millie. Jo, also es gibt glaube ich noch irgendwo so einen Geisterspot hier, aber ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Da draußen noch einer. Also muss man auch nicht mitnehmen. Das ist ja ein optionales Geschnöngs. Einziger Vorteil ist, es bringt natürlich ein bisschen EP. Aber es gibt, glaube ich, im Turm auch noch Geister. Gerade hier drin sieht es natürlich super einladend aus. Und damit ihr aber auch was seht, würde ich mir mal noch einen Katzenelixier reinpfeifen. Ich glaube, sonst sieht man das auf YouTube relativ schlecht. Jetzt plündern wir hier erstmal alles, was wir finden können. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben's zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Also sind etwas aufgebracht, die Bauern. Warum, werden wir gleich noch erfahren. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Geralt, hör auf! Ich will es gar nicht wissen. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. CSI Geralt schlägt wieder zu. Blut. Wir haben viele ihr Leben gelassen. Ja, richtig. Da klopft gerade jemand. Quasi, hör mal, wer da hämmert. Ein sehr überengagierter Kronleuchter. Und jede Menge Mats. Braucht ja ein bisschen Geld, ne? Also hier alles eingesteckt. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen, wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie.
Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. So, damit ist schon mal klar, woher die Ratten kommen. Die waren hier unten in den Käfigen überall eingesperrt. Aber damit ist es ja noch nicht genug. Und da kommen die ersten Toten. Also, was heißt die ersten? Unten war ja schon mal einer. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Ja, hier, da sitzt auch jemand. Schon skelettiert. Was aber, glaube ich, weniger... da liegt ja auch jemand, ein bisschen verteilt. Was, glaube ich, weniger auf die Zeit, die vergangen ist, zurückzuführen ist, sondern eher auf den Hunger der Ratten. Num, num, num. Gesicht. Nö. Ist echt schlimm, wenn man einmal das große Katzenelixier gewöhnt ist. Läuft das Kleine doch verhältnismäßig schnell aus. Eine skellige Gambeson. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Es gab also doch den ein oder anderen Plünderer, der hier danach durchmarschiert ist. Oder es jedenfalls versucht hat. Also Mats gibt es hier wirklich ohne Ende. Und die Physik scheint hier schon wieder gerade ein bisschen... Es regnet fast Teile. Achso, wir müssen natürlich auch hier ein bisschen unsere CSI-Sinne verwenden. Ich glaube, wir haben unten was einen Hinweis vergessen. Oder? Haben wir? Nee, eigentlich nicht. Haben wir was vergessen? Oder ist einfach der... Ich glaube einfach der Punkt, der ist noch hier unten gesetzt, aber ich glaube, wir dürfen schon hoch. Die ganzen Türen hier knarzen. Man erwartet eigentlich, dass jeden Moment hier irgendjemand um die Ecke geprescht kommt. Ein Anfeld oder ähnliches. Creepy! Diese leicht tragende Musik runterfallende. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals.